Meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Hier schauen wir, welche Energien sich heute zeigen möchten. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer springen. Eine hat sich schon gezeigt. Da haben wir nämlich die 5 der Stäbe. Hier haben wir die 3 der Münzen. Hier zeigt sich die Königin der Schwerter. Hier haben wir die 9 der Stäbe, die 3 der Münzen und die 9 der Stäbe sind letztens erst gefallen. Hier haben wir den Bube der Münzen. Ich lasse gleich mal noch Klärungsenergien aus dem After-Tarot springen. 3 der Kelche, der König der Kelche. Die 10 der Münzen. Das Ass der Stäbe auch, das hat sich letztens auch erst wieder gezeigt. Und hier haben wir die Kraft. Ja, ihr Lieben, also was möchte sich denn hier zeigen? Wir haben hier, also es könnte hier eine Königin der Schwerter wichtig sein oder wichtig werden. Das wäre theoretisch Waage, Zwillinge, Wassermann-Energie, muss es aber nicht. Es könnte an sich auch für eine Person stehen, die sehr kopflastig ist, sehr klar, sehr stark in der Kommunikation. Und dann haben wir hier noch einen König der Kelche. Es könnte jetzt Fische, Krebs, Skorpion-Energie sein, muss es aber nicht. Es geht um jemanden, der eventuell schon sehr empathisch, emotional ist, sehr, sehr feinfühlig, verständnisvoll ist. Im ungünstigen Fall eher nicht wirklich greifbar für ein Gegenüber. Und die Königin der Schwerter könnte in der unerlösten Form auch doch relativ kühl und unnahbar sein, sehr distanziert. Was sich hier für mich zeigt, ist, auf der einen Seite geht es hier um Weiterentwicklung, Wachstum, Fülle, etwas, was man mit Dankbarkeit feiern kann. Und auf der anderen Seite kann es sich aber hier auch um alte Wunden und Verletzungen handeln, um das Gefühl, ständig im Wettkampf mit jemandem zu stehen oder jemand anderes denkt, hier im Wettkampf mit dir zu stehen. Es könnte sich hier um einen Menschen handeln, wo wirklich eine Art Konkurrenzkampf ist. Vielleicht geht es hier um eine Prüfungssituation, es kann sich hier aber auch um eine Geschäftspartnerschaft handeln, um Kollegen, wie auch immer. Oder es geht tatsächlich auch um eine Rivalensituation in Bezug auf einen Herzmenschen. Das wäre auch möglich. Auf jeden Fall habe ich aber nicht zwangsläufig das Gefühl, dass diese Rivalität tatsächlich von außen besteht, sondern dass nur jemand ein Gefühl der Rivalität und des Kampfes mit jemanden oder gegen jemanden hat, aber dass es nicht tatsächlich so ist. Es geht hier um die Situation, man fühlt sich unbewusst angegriffen oder wie gesagt so ständig im Wettkampf. Und das hängt hier aber mit alten Verletzungen und alten Wunden zusammen, weil hier irgendetwas immer an Beständigkeit und Stabilität gefehlt hat und man sich das hier ständig selber erkämpfen musste. Und es kann halt sein, dass hier gerade auch eine Situation von außen ist, wo man das Gefühl hat, sich halt durchsetzen zu müssen, obwohl die eigentliche Situation gar nicht so gravierend ist, wie man sie eventuell vermutet. Es geht hier um eine Chance von Wachstum, Fülle, Reife und eigentlich, wenn man es richtig für sich nutzt, auch des sich Zusammenschließens und gemeinsam etwas erreichen. Ich glaube, hier wäre es wichtig zu erkennen, egal wer jetzt in dieser Situation hier ist, ob du als Zuschauer oder ein Gegenüber, dass man im Team hier tatsächlich mehr erreichen kann. Selbst wenn jetzt jemand in einer Situation noch nicht das Wissen hat oder wie auch immer, was man vielleicht für irgendein Projekt oder eine Situation oder was auch immer braucht, dann hat aber die andere Person das, was man bräuchte. Und der andere, der könnte dann wieder mit anderen Punkten handeln. Also Quatsch, mit anderen Sachen punkten, so rum. Also es kann wirklich sein, dass man hier in einer Situation mit einem anderen Menschen erkennen darf, okay, was sind meine Stärken, wo habe ich die Passion, wo habe ich auf Deutsch gesagt mehr Erfahrung, mehr Wissen, mehr Leidenschaft, mehr Mittel zur Verfügung, um etwas umzusetzen und wo hat dafür mein Gegenüber etwas, wovon ich etwas lernen kann. Also es geht hier eigentlich eher darum, sich nicht in diesen Kampf gegeneinander, sondern sich irgendwo zu verbinden und hier gemeinsam etwas zu erreichen, beziehungsweise die Schwächen des einen sind die Stärken des anderen und andersrum genauso.
Und das wäre hier wichtig zu erkennen. Also sollte es sich hier um eine Konkurrenzsituation im beruflichen Bereich handeln, ne, würde ich hier vorschlagen, doch auch in die Kommunikation zu gehen, ne, und dem Gegenüber auch klar zu machen, dass man hier nicht unbedingt als Konkurrent oder Rivale auftreten muss, sondern dass man ja hier verschiedene Talente hat, die man verbinden könnte. Weil ich habe das Gefühl, hier geht es eher wirklich um alte Wunden, die man in dieser Situation, die werden nur angetriggert. Aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich der Realität oder der realen Situation so intensiv, also dass das wirklich so intensiv mit der aktuellen Situation tatsächlich ist, dass man hier das Gefühl haben muss, vom Thron gestoßen zu werden. So empfinde ich es laut diesen Karten nicht. Versucht hier, egal in welcher Situation ihr seid, wirklich mal zu schauen, wo kenne ich das Gefühl, nicht gut genug zu sein, wo kenne ich das Gefühl der Kritik, wo kenne ich das Gefühl du musst mit anderen konkurrieren, um etwas wert zu sein, oder dich darf niemand von, also so auch diese alten Denkmuster, weil das könnte heute wichtig werden. Wenn es das jetzt hier gar nicht ist, geht es aber trotzdem darum, sich mit jemandem zusammenzuschließen, um ein Ziel zu erreichen. Ne? Es geht darum, hier irgendeine Idee genauer auszubauen. Es zeigen sich hier Chancen und Möglichkeiten, um etwas zu intensivieren und etwas in eine Perfektion zu bringen. Und es geht auch und oder es geht hier auch darum, wirklich gemeinsam etwas zu lernen. Also, dass der eine dem anderen etwas beibringt und andersrum genauso. Ne? Also, es geht hier schon wirklich um die Chance, sich im Team oder mit einem anderen Menschen zusammenzuschließen und eine Sache zu perfektionieren und weiterzuentwickeln. Ne? Im emotionalen Bereich, also wenn das jetzt hier beruflich oder finanziell nichts zu tun hat, wenn es hier um einen zwischenmenschlichen Bereich geht, um die Liebe an sich, dann ist es hier ähnlich, dass alte Wunden euch hier noch im Weg stehen könnten, dass man irgendwie einer von beiden immer das Gefühl hat, sich schützen zu müssen oder hier nicht ins Gefühl gehen zu dürfen, weil man ja dann auch angreifbar und verletzlich ist. Beziehungsweise, wenn ich in meine Emotionen gehe, bin ich dem anderen unterlegen. Also hier spielen auch wirklich alte Glaubenssätze und alte Glaubensmuster eine Rolle. Wenn du jetzt als Zuschauer oder Zuschauerin, egal in welcher Position du jetzt hier bist, bist du in der Position, der die alten Verhaltensmuster noch im Weg stehen, dann prüfe hier genau und schaue, was hat es tatsächlich mit der aktuellen Situation zu tun. Wenn du aber jetzt die oder derjenige bist, der auf ein Gegenüber trifft mit diesen alten Ängsten und Wunden, dann versuche da ruhig auch in der Kommunikation genauer drauf einzugehen und dem Gegenüber auch hier diese Ängste und diese Zweifel zu nehmen, dass, dass man einfach mit der aktuellen Situation hier eigentlich nichts triggern möchte, sondern eigentlich etwas in die Weiterentwicklung bringen möchte. Auch im zwischenmenschlichen Bereich, in Partnerschaften, in Wunschpartnerschaften, wie auch immer. Es geht hier eigentlich darum, alte Verletzungen zu erkennen und diese liebevoll auch anzunehmen, da nochmal genauer hinzuschauen und eigentlich dadurch eine aktuell reale Situation wirklich in die Weiterentwicklung bringen zu können, weil ihr hat irgendetwas Potenzial. Ne? Also mit den 10 der Münzen, mal davon abgesehen, die 10 der Münzen ist eine Merkur- und Jungfrau-Energie, ist auch so allgemein dieses Thema heilende Kommunikation. Deswegen habe ich vorhin gesagt, geht ruhig auch in die Kommunikation. Es geht um die heilende Kommunikation, aber es geht natürlich auch um das Thema Fülle, materielles Wachstum. Ne? Auch da kann es sein, dass man hier oder ein anderer, und du hast aber auch irgendwie was davon, dass hier neue Ideen, Chancen und Möglichkeiten im Bereich der Finanzen und aber auch des Selbstwertes sich hier zeigen können. Also irgendetwas gibt es zu feiern und in irgendeiner Situation geht es hier darum, sich zusammenzutun. Jetzt lasse ich mal hier noch ein Krafttier springen. Ich hätte gerne mal noch ein Krafttier für die heutige Tagesbotschaft. Ein Krafttier bitte. Für die heutige Tagesbotschaft, da zeigt sich hier der Kojote, die närrische Weisheit, unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an, alles dient deinem Besten, vertraue dem Weg. Und an der Unterseite haben wir hier Bär, Schutz und Geborgenheit, nimm dir Zeit, entspanne dich und tanke auf. Das Leben bringt dir, was du brauchst. Ne? Also vielleicht gerade hier, wenn man wirklich nochmal in alten Ängsten und alten Mustern hier gefangen ist, dass man hier wirklich nochmal diese Information bekommt, dass man eigentlich nichts wirklich kontrollieren kann, dass es eher darum geht, hier wirklich ins Vertrauen zu gehen, dass sich letztendlich eh alles so fügt, wie es sein soll. Ne? Alles dient deinem Besten, vertraut dem Weg und hier das Leben bringt dir, was du brauchst.
Ne? Also wie gesagt, ja auch mal so aus diesen alten Kämpfen auch einfach mal rauszugehen. Meine wundervollen Seelen, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.